Lass uns mal kurz gucken, was wir nochmal für die Platte brauchen. Wie viel Netherite? Für unser Storage. Das war ja die 256. M. Oh, hier Megafluid wäre auch nochmal eine Idee. Aber wir brauchen erstmal die Item. So, da brauchen wir. War das die? Nee, es war nicht die. Nee, das war nicht die. Das war eine ohne Typen. 275. War das mega überhaupt? Nee, es war nicht mega. Nur Wasser? Okay, warum? Prost erstmal. Also die Mega war es nicht. 265. Die Mega war es nicht. Ach, wie hieß denn die? Mit Dummy? Nee. Disk. War das die? Ich glaube, die war genau da. Netherite waren zwei Stück, brauchen wir. Okay, wir brauchen Himmelstein Staub. Den können wir eigentlich ja schon mal. Ah. Okay, das können wir eigentlich mal machen. Himmelstein. Wie viel Himmelstein haben wir denn? Himmelstein. Okay, haben wir ein paar. Können wir den hier eigentlich ja schon mal durch die Maschine jagen lassen, ne? Bestimmt muss alle hier. So warm für Kaffee. Ja, aber man soll ja bei warmem Wetter. Den hier mal kurz rausnehmen. Bei warmem Wetter sollen wir ja durchaus ja was Warmes trinken, ne? So. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie die hieß, ne? Zink. 256k, nee, 256k. Ja, genau. So, Quarzglas. Ja, Speicherkomponenten, ne? Brauchen wir eine ganze Menge. Eigentlich brauchen wir nochmal eine Gravurmaschine. Wir kräften nochmal eine Gravurmaschine. Gravurmaschine. Klebriger Kolben. Kolben. So, noch klebrige Kolben. 1, 2. So, dann machen wir mal gucken, wo wir die jetzt hinstellen. Ich brauche hier erstmal ja nur Strom.
sortieren hier. So, wo stellen wir die jetzt hin? Wir müssen hier so noch mal irgendwann mal auf so umbauen hier. Da noch Kabel. Bruchstein. Bruchstein. Dann brauchen wir das Kabel. Haben wir auch erstmal genug von. So. Auch schon wieder im Blutmond. Können wir schon wieder nicht schlafen gehen. So, hol ich die dann nämlich raus, packe den da wieder rein, wo er hingehört. Packe den da wieder rein. So. Können wir nochmal ein. Schon wieder am Loop bauen. Ich wollte gerade anfangen, die Baumfarm umzubauen, ne? Himmelstein. So, nehmen wir nochmal ein Stack. Achso. Die können wir eigentlich gleich mal reinpacken. Können wir nicht schlafen gehen. Das war nervig. Meine Flasche Wasser ist warm. Gestern war sie richtig warm, dadurch, dass sie die ganze Zeit in der Freiheit in der Sonne. Oh Gott, in der Sonne stand. Okay. Ja, das natürlich. Weiß ich nicht. Also entweder muss es bei mir entweder kalt sein, also richtig kalt sein. Oder halt eben, ja, Kaffee halt warm. Heiß. Kalter Kaffee bis heute mag ich gar nicht. Gibt ja manche, die trinken den kalten Kaffee. Eiskaffee, ja, hin und wieder. Aber da muss auch wirklich kalt sein. Aber Eiskaffee ist was anderes als kalter Kaffee, ne? Kann man nicht trinken, denn. Ich finde ihn irgendwie, weiß ich nicht. So, die 5 will ich noch loswerden hier. Dann kann ich gleich mal weiter doktern. So. Okay, da es ja eh gerade sowieso Mond ist, ne? Also super Blutmond ist. Coal Generator, der da. So, dafür brauchen wir Maschinenframe. Also ich würde unten im Rechenzentrum ganz gerne. Ja, 6 von denen bauen, das heißt, wir brauchen 6 Frames. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was geht denn da jetzt? Ich habe keinen blauen Farbstoff mehr. Blauer Farbstoff. Kornblume. Ich bin mir gerade nicht sicher. Eine 54. Ich nehme davon mal eine mal mit für die Seeds.
Ich glaube nämlich, die habe ich nämlich irgendwann gestoppt. Freiwillig mag ich nur bedingt, der ist manchmal viel zu stark, okay. Ja, bei so manchen fertigen. Schon wieder. Wieder schon wieder verabschiedet. So, einen brauchen wir noch. So, die zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was fehlt denn da jetzt? Ach, eine Redstone-Fackel fehlt. Sechs, so, sechs Öfen. Den rieche ich so wie zu Hause. Naja, was heißt kochen? Definiere kochen, ne? Also ich mache den Kaffee, also wenn es jetzt um Filterkaffee geht, muss ich ehrlich sagen, da bin ich seit einigen Jahren von weg. Weil ich mache den nur noch frisch gemahlen irgendwie. So, Obsidian. Das setzen wir hier doch einfach mal. Ich glaube, ich habe die auch hier nicht. Genau, komm, du mal haben wir, aber wir haben keinen. Jetzt nicht immer wieder rein, sollte da mal wieder ein bisschen wachsen. So. Aber wir sind bitte aber auf frisch gemahlenen Kaffee umgestiegen, ne? So, jetzt brauchen wir noch Stromrohre. Steck sollte nicht reichen. Den Schraubenschlüssel brauchen wir. Dann gehen wir mal. Wie gesagt, wir können momentan eh nicht viel machen. Den super Boden. Ich habe jetzt keine Lust da in offenen Gelände. Jetzt um Sebastian. So. Wir haben. Muss einen Platz lassen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Wie war das denn? Ich glaube, ich habe von unten. Glaube ich, dann zugeführt. Lass uns mal das mal kurz noch mal kurz gucken. Ich muss eh noch mal nach dem Jackpack gucken. Genau, von unten die Items. Und von hinten dann. Jetzt komme ich hier wenig raus, ne? So, Jackpad. Naja, immer noch nicht geladen. Okay. Okay, also von hinten die Stromabzweigung. Von unten. Wobei ich nicht weiß, ob man nicht sogar von überall. Naja. Egal, werden wir sehen. Was wir so dann durch das ME-System dann gleich dann später gesteuert. So, aber wir können schon mal von hinten. Zumindest das hier schon mal machen.
käme dann hier ja später. Wir müssen mal gucken, ob wir es nicht von oben machen können. Die Kohle reinführen. Das müsste eigentlich auch gehen. So, das heißt, mit anderen Worten, ich fahre die mal weg. Platzieren die mal da. Gehen wir hier an das Kabel ran. Und natürlich auch da dran. Weil die sollen ja dann unser ME-System befluten und das ist unser von der Holzfarm kommender Strom. Das heißt, die sollen dann autark sein hier und das Rechenzentrum betreiben. Solange wir noch keine andere Lösung haben. So. So, jetzt ist wieder Tag. War das wieder schon eine nette Libelle? Stirb. So, bringen wir jetzt mal die Rohre wieder weg. Und dann können wir uns erstmal. Um die Farm kümmern. So, jetzt aber. So, das heißt, ich muss hier die Zeit mal ändern. Okay, gut, dann starten wir mal mit der Farm. Und zwar, wie das hier ein bisschen umbauen. Und zwar soll das Holz nicht hier schon reingehen, sondern muss hier rumgehen. Im Grunde genommen. Also soll er von der Seite kommen. Das heißt, gegebenenfalls müssen wir die hier nochmal umbauen. Aber das ist ja an und für sich ja kein Problem, die umzubauen. So. Genau. Also dieses Ding hier müssen wir dann verlängern. Das verkürzen. Höchstens kein Problem. Verlängern eigentlich auch nicht. So, das heißt, wir schalten die jetzt hier einfach mal ab. So, ist jetzt die letzten Items rüberlaufen. Wir brauchen Wellen, Förderbänder und Getriebe. Und ein bisschen Bruchstein. Das Gerätlager ist noch nicht angeschlossen, deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt hier schon alles finden. Na gut, ein paar Wellen haben wir. Förderbänder. Ja, haben wir hier natürlich nicht. Wir brauchen Getriebe. Gut, haben wir wenigstens Deeper. Förderbänder müssen wir gleich mal gucken. Bruchstein wollte ich mitnehmen, ne? Bruchstein. So, jetzt brauchen wir noch Förderbänder. Mal gucken, ob wir die im Crate-Lager haben. Alles klar, Dave. Ne, lass dir schmecken. Was gibt's denn Schönes? Schön, dass du mal reingeguckt hast. Ich wünsche dir auch noch einen schönen. So ja, keine Förderbänder mehr. Verflucht. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Genieß ihn. Vielleicht schön in der Sonne. Den getrockneten Seetang. Ach, guck. Seetang haben wir so. Naja, haben wir doch wieder Federbänder. Geht. Weiß ich, was meine Freundin gekocht hat. Sie hat mir nicht verraten. Ach so, Überraschungsessen. Ja, dann genieß ein Überraschungsessen. So. Also, meine Idee ist. Das Förderband bis hier lang ziehen. So, dazu muss ich das jetzt hier aber leider kappen.
Und damit sind noch die ganzen Filter weg. Yay, ich liebe es. Sehr schön. Egal. Ich will gleich nochmal neu einstellen. So, den hier nehme ich jetzt auch mal hier weg. Den müssen wir auch mal wegnehmen. So, wir machen es komplett neu. Aber den hier muss ich sowieso wegnehmen, fällt mir gerade so auf. Obwohl, ne, hätte ich nicht. Stimmt gar nicht. Blödsinn. So. Okay, mal gucken, ob hier Reichweite reicht. Reicht. So. So, und dann soll... von hier... mal kurz gucken... genau, wir müssen da nicht herum. Das muss weg. Gib mir das wieder. So. So, dann soll er von hier wir müssen hier vorne ranführen schon, ne? Wir können nicht hier direkt ran. Aber doch, klar. So. So. Und so. Gucken nämlich jetzt nämlich von der Seite rein. Dran sah eh aus. Das heißt, ich kann hier rumlaufen. So. Genau. So, und jetzt soll er eigentlich. Von hier. Da ist er, wir müssen ein bisschen erweitern tatsächlich in die Richtung. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Von hier nach. Nach hier. Hier rumgehen. So, hier kommt ein Rohr hin. So, den habe ich natürlich hier noch total vergessen, den Rohr. Da soll hier auch noch einer hin. Aber das ist kein Problem. Den können wir nämlich hier einbauen. Geht das Band nämlich nur bis da. Genau. So. Und dann soll hier... ich muss das hier schon mal richtig machen. Das nervt mich sonst später nur. So. Hier soll ein Trauer drauf. Das liegt der Erde drauf, ne? Dann soll von hier bis nach hier im Band laufen zur Säge. So, dann hätten wir hier die Säge. Da. Da muss ein Band von hier nach da laufen. Dann käme hier wieder ein Rohr. So, und dann haben wir hier wieder ein Band, dann soll hier der Einsetzer hin,
Firmenband. Man kann hier oben drauf ein Door. Das wird noch spannend. So. Okay. So. Hier kommt nichts mehr hin. Das bleibt so. Das kann man dann zumachen. So, das heißt, hier muss eigentlich nichts mehr aussortiert werden, ne? Hier liegt noch ein Filter rum. Hier kann ich ganz gerne auch wieder, danke. So. Die Stöcke haben wir, glaube ich, bis jetzt immer weggeschmissen. Würde ich hier eigentlich bei der Gelegenheit eigentlich auch wieder mit einsortieren wollen. Nee. So. Jetzt brauchen wir auch nochmal ein Drawer. Das heißt, wir können das hier eigentlich verbinden. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt ein Drawer. Wir brauchen ein Drawer. Und zwar brauchen wir ein Drawer hier. 1, 2, 3, 4. Vier. Fünf. Okay, 5 Drawer brauchen wir. 5 Drawer. Ich muss die Farm natürlich gleich mal wieder zu laufen kriegen. Ja? Wir sollen mal Patronen machen, Truhe. So. Drawer. Weiß ich, wie habe ich jetzt gesagt? 7 oder 6? Na, ist egal. Halt. Konfektur nehmen wir auch schon mal mit. Brandy, moin, grüß dich. So, das heißt mit anderen Worten, wir brauchen hier ein Drawer und hier ein Drawer. Hier ein Drawer und hier ein Drawer und hier. So, dann brauchen wir ja, noch ein paar Tunnel und noch ein paar Trichter. Also, hier muss ein Tunnel hin. Das war's dann auch schon. Wir brauchen Trichter. Der Tunnel. Gucken wir mal kurz in den Crate-Lager, oder noch welche haben. Den Suchmodus, welchen Suchmodus? Ja klar, das war absichtlich an. Wenn du den hier rechts meinst, der wird absichtlich an, ja. Fürs ME-System sogar unerlässlich eigentlich. Weil die sind miteinander gekoppelt. So, ich brauche Trichter.
Hier brauchen wir denn? Wie Tunnel brauchen wir denn? Also Tunnel. Da brauchen wir noch einen. Ein Tunnel. Zwei. Drei. Drei Tunnel. Drei Tunnel. So, dann brauchen wir. Eins. Zwei. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Trichter. Doppelklick auf die Suchleiste. Ach, du meinst die hier unten? Oh, die brauche ich doch. Oder welche Suchleiste meinst du jetzt? Ja, brauche ich doch, um hier die Items zu finden. Bis gleich sehen. Das brauchen wir doch. Wir müssen sonst was eingeben. Doch, braucht man. Wir müssen noch was eingeben. So, Tunnel. Wir brauchen davon. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert so. Elektronenröhre. Brauchen wir. Wir brauchen Elektronenröhre. Die haben wir, glaube ich, drüben noch. Wir haben keine Elektronenröhre. Okay. Brauchen wir Quarz und Iron Plates. Iron Plates haben wir. Quarz haben wir auch noch. So. Zack. Machen wir mal so ein paar, ne? Jetzt hätte das Lager hier auch wieder angeschlossen wird. So, was haben wir hier noch so schönes drin, was ich gebrauchen könnte? Kleine Seedrahmen könnt ihr mal stick mitnehmen. Du musst, halt dann, deine Inventories, Sache hervorgehoben oder ausgehoben. Ja, genau. Das ist ja auch manchmal auch gar nicht mehr so schlecht. So, wir brauchen trotzdem Tunnel. Dann machen wir Trichter. Trichter. Da machen wir, glaube ich, 11 oder so, was hat er gesagt, ne? So. Machen wir 12, kann nicht schaden. Das ist ja 24, na, auch gut. Okay. So, Tibien System. Welle. So, Filter können wir auch mal gebrauchen, wahrscheinlich. Filter. Oh, Wolle, wir haben keine Wolle. Habe ich keine Wolle mehr? Furchtbar. Ich habe auch keine Seile mehr. Keine Fäden mehr. Faden.
Wolle. Was wollt ihr jetzt machen, Chat? Ach, Filter. Jetzt geht's los. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, aber wir sind ein paar. Wir brauchen diese Saison häufiger. So, müssen wir mal gucken, dass wir die Kohlefarben schnell wieder ans Laufen kriegen hier. So, wir brauchen erstmal, bevor sich hier überhaupt irgendwas dreht, erstmal die hier. So, und zwar brauchen wir hier einen. Hier brauchen wir einen Tunnel. Hier brauchen wir einen. Hier brauchen wir einen. So, da brauchen wir nichts. Hier brauchen wir noch einen Tunnel. So. Brauchen wir noch was? Hier brauchen wir noch einen. Ja. Mit dem hier warte ich erstmal noch. Wir müssen den erstmal konfigurieren. So, den haben wir. So. Zeig mir doch mal kurz, was du hier für einen Filter hast. Das, okay. Okay, also die üblichen Verdächtigen. Kann man die kopieren oder so? Kann man die Filter kopieren? Erlaubt ist Eichenstamm. Eichenstamm. Ah, okay. Den haben wir hier eh nochmal. So. Aber kann man Filter kopieren, Chat? Wisst ihr auch nicht, ne? So, Eichenstamm. Eichenstamm will ich ganz gerne hier drüben haben. Der muss hier hin. So, und ab hier eigentlich brauche ich keine Filter mehr, weil ich das hier so trennen soll. Genau, alles was nicht Eisenstamm ist, soll eigentlich hier rüber. Das heißt, ich brauche eigentlich hier auch keinen Filter. Das heißt, ich brauche hier eigentlich nur einen leeren Filter. Sehr schlau. Stock. So, den Rest soll er dann wegschmeißen. Das heißt, das hier müsste eigentlich jetzt alles so funktionieren. Hier müssen wir allerdings. Ne, warte mal, wir haben noch einen Filter. Eichenstamm. Den auf die. Eigenliste setzen. Ach, du auch noch. Wer bist du denn? Geh weg. So, wo sind deine Freunde? Oder warst du alleine? Er war alleine, okay. So,
Hier soll er ja eins zu eins durchgehen. Jetzt hier waren wir bei. Ignorierte Daten. Erlaubtliste, Erlaubtliste. Ne, Erlaubtliste soll es ja gar nicht. Verbotsliste. Verweigerliste, genau. Weil hier soll nämlich kein Eichenstamm durch. Das heißt, wir müssen das hier aber eigentlich. Weil wenn der Eichenstamm nämlich dann irgendwann voll ist. Muss ich den ja irgendwo zumindest zumindest irgendwo entsorgen können, ne? Ach, da bin ich ja hier noch zu. Verdammt. Na gut, machen wir es anders. Bevor ich die ganzen Filter wieder abbauen muss. Wir müssen eh erweitern. Das ist erstmal. So gar keine Frage. Dann kommt nämlich hier der Müll einmal hin. Da so. Das heißt, wir brauchen hier nochmal. Kommt hier jetzt hier gar nicht mehr so hin, ne? Wie ich es eigentlich haben will. Quatsch. Vielleicht muss er von hier. Also. Hier quasi. Das sind die einmal hier hin. So, und dann von hier nochmal nach da. So. Genau. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Tunnel. Brauchen wir hier nochmal einen Filter. Eichen. Stamm. Erlauben. Genau. So, machen wir noch einen Mülleimer später. So, dann hätten wir das auch. Ne, den brauchen wir ja noch. So, jetzt brauchen wir einen Mülleimer. Trash. Weil das System soll ja nicht volllaufen, ne?
Ja, man könnte so mit Dresso arbeiten. Habe gestern auch schon ein bisschen rumgebaut. Aber so, dann brauchen wir hier nochmal eine Säge, fällt mir gerade ein. Eine Säge. Eine Säge, ein Einsatzgerät und ein Depot brauchen wir noch. Nein. So, Säge. Das wäre die hier. Wir haben keine Eisenplatten. So, Säge. Haben wir. Dann brauchen wir ein Depot. Wenn es Andesit. Ein Depot. Und da brauchen wir noch ein Einsatzgerät. Einsatzgerät, das da. Fehlt uns das hier? Wer fehlt uns? Brassplatten. So, dann haben wir die Säge, dass das das sehen ist. Okay. So, dann kann eigentlich zurück. Kann ich zurück? Nee. So. Machen wir gleich noch Zahnräder, aber das ist einfach sekundär. So, hier müssen wir natürlich mal gucken, in welche Richtung sich das dann dreht, ne? Ich meine, wir müssen sie von hier aus aufbauen. So müsste einer eigentlich richtig rum sein. Und dann bauen wir das Depot. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch mal oder muss das höher? Da muss ein höher. So. Glaube ich. Bin auch nicht ganz sicher. So, machen wir hier einen Listenfilter. Jetzt habe ich hier ein Drawer hingesetzt, ne? Ist ja auch nicht richtig. Ich muss hier eine Kiste hin. Trichter brauche ich auch noch. So, hier mal die Säge. So, dann haben wir da das. So, ich brauche noch einen Filter. So, Rahmen. Rahmen. So, soll da nur der Andesitrahmen rauskommen. Der Messingrahmen. Und auch nur der Kupferrahmen. So, der muss da rein, der Filter. So.
brauche ich eigentlich mal. Hier, komm hier rein. Erneuerte Eichenstamm. So, den soll er daraus bauen. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Wie hoch muss denn der sein? Ich glaube hier, ne? Ja, da müsste er sein. Das heißt, der müsste... Ja, genau. Ist so dran. So, und da brauche ich jetzt den Trichter. Und hier oben muss erstmal eine Truhe drauf. Okay. So, jetzt müssen wir die Baumform erstmal wieder im Gang kriegen, ne? So, das heißt, wir brauchen Getriebe. Sollte das immer noch mal schlafen legen. So, jetzt haben wir die Baumfarm wieder aktivieren. Wir brauchen eine Welle. Direkt den Müll immer gewandert. Okay. So, dann bauen wir hier. Die da. Wenn da eine Welle zwischen wäre. Ja, dreht sich auch richtig. So, dann haben wir das schon mal am Laufen. Der Ofen brennt auch schon wieder, okay. So, das heißt, wir müssten jetzt hier nur noch. Mal überlegen, ne, ob man das sich hier irgendwie. Der läuft schon mal richtig. Das heißt, den lassen wir so schon mal. Jetzt müssen wir nur noch die Zuführung irgendwie. Das war mir klar, dass er da jetzt wieder drauf hängt, ne? Aua! So. Nee.
macht manchmal, ne? Jetzt kann ich ihn da jetzt keinen. Ah. So, das wäre falsch rum. Das wäre richtig rum. So, jetzt muss ich noch mal kurz eine Schraubenschlüssel holen. Ich muss hier eine Ausgabe ändern. Wo habe ich den denn? Ich bin irritiert, Chat. Ah, der ist gar kein Schraubenschlüssel, ne? Wer ist denn der? Add create. Da muss man die Brille. Aber wo ist denn mein? Ich könnte schwören, ich hätte den schon mal gemacht. Na gut. So, der steht hier nämlich noch auf. So, Ausgabe. Zu, ne? Okay, warum die überhaupt noch offen waren. Okay. So, also. Kohle haben wir noch genug, ne? Ja. Gut, die öffnen doch mal einfach noch. So, das heißt. Hier soll nur Eichenschaum rein. Das läuft dann hier rein und da rein. 1:1. So, das wird dann hier in den Rohr und wird hier wieder ausgespuckt. Und dann hier da raufzukommen und da wieder reinzugehen. Okay. So, 1:1. Das heißt, wir bräuchten hier. Ja, doch, dass der jetzt falsch rumläuft. Ja, da hatte ich mir fast. So, der läuft. Der läuft auch. Läuft der richtig rum, theoretisch? Natürlich nicht. Warum sollte er auch? So, hier haben wir Erlaubliste Eichenstamm, genau. Irgendwo mal einen Eichenstamm? Na, machen wir gleich. So, die laufen. Die laufen verkehrt rum, sehe ich gerade. Na klar, weil ich hier noch einen zwischengesetzt habe. Es laufen die verkehrt rum, ich fasse das nicht.
So ist richtig. Ich glaube auch richtig, ich glaube auch richtig. Okay, so, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal den hier in Gang kriegen. Ah, da fehlt uns jetzt gerade Getriebe. So, wir brauchen hier nur Getriebe. Ja, Zahnräder fehlen uns. Mal 10 Stück von. Und dann brauchen wir wie hieß es denn? Meine der Kettengetriebe. Auch mal 10 Stück von. Die ist nämlich super, wenn man nur eine gleiche Richtung hat. So. Habe ich nichts mehr zu essen dabei? Schade. Müssen wir gleich mal unbedingt was machen. So. Gangschalter, Quatsch, Getriebe und Kettengetriebe. Der muss hier auch noch angetrieben werden, ne? Ja. So. Der weg. Danke. Denkt gut auf jeden Fall. So, was hat er jetzt geschnitten? Bruchstein, Flachdach. Ah ja, okay. So, Segen tut er. Dann geht's da weiter. Wie wir den da oben gleich antreiben, müssen wir gleich mal gucken. So, machen wir eh nochmal einfach noch mehr Getriebe, ne? Da müssen wir dann da hoch. Ja, jede Wette, wenn ich den da jetzt hinstellen will. Aber dass sie ständig diese Dinge auf dem Wand dann, ne?
fahren. Hier auf jeden Fall ein vertikales. Wobei. Ja doch. Dass ich so rum haben. So. So, da ist ja schon mal richtig rum. Das ist schon mal gut. So, und dann ist auch schon Ende. Okay. So, das heißt, wir müssen das da oben ja auch noch antreiben. Das ist oben auch ein 1, 2, oder mindestens noch 2 Getriebe. Machen wir einfach nochmal 10. Getriebe kann man immer gebrauchen. Ach, wohl keine Wellen mehr haben. Ach. Welle. So. Getriebe. Wir brauchen Zahnräder. So, jetzt aber 3, 4, 5, 7. Also das ist wie in den Rahmen, ne? Ja, die machen wir gleich mal fertig. Das ist, können wir gleich mal schön austesten. Andesit. So, können wir hier nochmal ein bisschen was kräften. Zurück. So, haben wir glaube ich auch nicht alles, ne? Getriebe. Getriebestand, ja. So, da oben machen wir jetzt mal ein vertikales Getriebe. Dann brauchen wir ein bewegt sich. Das ist gut. So. Haben wir denn jetzt alle Faktoren berücksichtigt? Ich glaube, ne? Da würde ich sagen, starten wir mal die Baumfarm wieder. Ah, der ist ein bisschen zu kämpfen. Weil die Bäume sind natürlich sehr gewachsen, ist klar.
So, Eichenholz geht hier lang. Geht nicht da lang. Hier wird es aufgeteilt. Da hinten wird es nicht aufgeteilt. Hier geht es direkt in den Drawer. Hier wird es geschnitten. Warum? Nee, 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 stopp. Stopp. Was macht der denn da draus? Wieso ist der Filter hier nicht mehr drin? Ach, geht doch um Kind. Eigenstamm, ja genau, ist richtig. Ah, kriegen wir noch ein Kind hier. So, okay. Das funktioniert soweit. Genau, hier sammelt sich das Holz an oder auch nicht. So, hier genauso. Hier wird verbrannt und geht in die Kohle. Sehr schön. Okay. Haben wir. So, hier sammelt sich das Holz. Das erinnert an den Heizstamm. Sehr schön. So, das heißt, wenn wir jetzt da oben. Weil die brauchen sowieso gerade. Eine Ziellegierung reinpacken. Ja, sehr schön. Genau so. Und da oben kommt dann später der Schablonenprovider drauf. Dass er hier dann hier oben die Ingots reinpackt. Sehr schön. Genau. Okay. Sehr schön, Chat. Sehr schön. So, das brauchen wir natürlich hier noch. Irgendwie noch mal ein Häuschen rum oder so, ne? Erstmal gehen wir schlafen. So, aber das passt ja soweit. Das heißt, wir erweitern hier noch ein bisschen. Fünf Eichenstämme. Vier, ja, läuft. So, was haben wir hier? Null, okay. Haben wir die Copy Card mit? Ja, haben wir. Sperren wir die nämlich schon mal. Damit auch nichts anderes reinkommen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Stöcker kriegen. Da war doch gerade einer, oder? Nee. Wir kriegen nur diese Äste, glaube ich, ne? Kann das sein? Stöcker gibt es gar nicht mehr, ne? Wenn dem so ist, müssen wir den nämlich ändern. Ich glaube, Stöcker kriegen wir gar nicht mehr tatsächlich. So in dem Sinne.
So, ich glaube nämlich Schocker kriegen wir nämlich gar nicht, dann kriegen wir nur noch diese Dinger hier. Das heißt, wir müssen die Filter ändern. So, dann haben wir wenigstens die. Das ist okay. Weil ich glaube, Stöcker gibt es gar nicht mehr so in dem Sinne. Ich glaube, es gibt nur diese. Wer heißen die denn? Ja, Zweig. Das ist ja der Stock quasi. Zweig. So, aber da verwerten wir den auch noch. Weil ich kann nicht Stöcker umkräften. So. Okay. Würde ich aber sagen, machen wir das hier erstmal wieder ein bisschen dicht. Sollen wir uns hier nicht verbrennen. So. Okay. Oh. So, jetzt. Ich darf natürlich nur sperren, wenn er noch nicht leer ist, ne? Ja, 3,3k. Knochenmehl. 59.000, 60.000. Dings. So. Okay, so, jetzt legen wir uns aber erstmal schlafen. So, okay. Das heißt, das System läuft. Wir haben jetzt hier unseren Netzwiedrahmen. Sehr gut. So, das heißt, damit können wir jetzt noch ein bisschen rauskleiden. Ja, tschüss. Aua. Dege tut weh übrigens. Ich würde aber gleich mal was zu futtern. Quatsch. Ja, tschüss. Keine Lust, den jetzt wieder zu holen. So, das. Da noch. Den können wir eigentlich auch nochmal. Ja, den muss ich wiederholen, weil der blockiert uns alles. Manchmal ist es echt eine Qual, ne? Hier auch noch ein bisschen verkleiden. Hier müssen wir auch nicht mehr ran. So, ob hier der jetzt noch sein muss. Schöner. Ja, so kann ich nicht wirklich langlaufen. Hier haben wir alles. Hier können wir mal neu machen. So, machen wir hier gleich noch eine Reihe vor und dann passt das. Aua.
Okay. So, man könnte sich darüber streiten. Ich glaube, das hatte ich bewusst offen gelassen. Wo ist der Bruchstein? Ich brauche die Schaufel. Können wir eigentlich hier. Ja, wir müssen eigentlich sogar. Wir müssen gleich mal was essen holen unbedingt. Also mindestens bis hier. Also Minimum, ne? So. E-Bruchstein. Müssen wir mal schnell was zu essen machen, ja? Ich weiß nicht, ob ich noch Toast habe im System. Nee, habe ich nicht. Brot auch nicht. Aber Weizen habe ich. So. Erde, Erde. Das weg. Eigentlich kann das jetzt einfach erstmal alles weg. Na gut, ihr Rahmen vielleicht nicht, aber egal. So, das kann weg. Der Feder kann weg. Die Konfigur kann weg. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. So. Okay. So, dann machen wir Weizen. Eine ganze Menge. Wieso, was mache ich da eigentlich? Das ist Quatsch. Brot. So. So, und den Rest machen wir gleich zu Toast. So, dann kann ich hier ein bisschen teilen. Da passt das
passt das schon. So, den nehmen wir mal raus, den packen wir wieder ins System. Den nehmen wir noch mal ein bisschen an den Seed gleich mit. An den Seed. So, 2,6. Dann nehmen wir noch Brass mit. 1, 2, 3, 4. Und noch ein bisschen Kupfer. 1, 2, 3, 4. So, warum nehme ich das mit? Ganz einfach. Wir lassen ihn jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Zack, 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 zack. So. So, wie gesagt, oben kommt jetzt auch schon weiter drauf. Schablonenverwalter von ME. Und hier wird dann importiert ins ME. Sehr schön. Okay. So, dazu müssten wir aber zumindest mal. So, wir wollten erstmal nochmal den Grundriss erstmal bauen zumindest. Und dann schließen wir provisorisch das Create-Lager gleich mit an, ans ME-System. Bruchstein. Und dann bauen wir gleich ein schönes Häuschen fürs Lager, fürs Create-Lager und für die Farm. So, dann bauen wir nämlich hier hin. So, und hier müssen wir mal gleich mal gucken. Ich muss auf jeden Fall mal das Ding hier weg. So, die müssen ja eigentlich alle mal weg. So, was haben wir noch hier? Ja, da. Okay. So, und hier müssen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen. Ich brauche ein bisschen die Breite, ne? So, ein schönes Häuschen hinstellen. Messing-Zeitalter. So.
Also ich weiß nicht, warum das in diesem Gebiet da hinten, wenn man da hinten hinguckt, so wegen Wasserrädern, ne? Dingen. Ich kann es echt nicht sagen. Kann es echt nicht sagen, ne? Warum die da so ruckeln. Hier eine Begrenzung, da eine Begrenzung. Sind wir hier nicht nah genug? Ja. Ja, das passt schon. Okay. So, wo bauen wir noch eine Fackel? Würde ich sie jetzt auch noch mal einsetzen. Hier auch. Kommt so spät Laternen hin. So, aber erstmal eine gewisse Ausleuchtung. So, gut. So, haben wir hier 79 Stück drin. Hier haben wir 24. Die erhöhe ich nicht von der Kapazität her, was wir erhöhen könnten, aber die werden sowieso meistens zu null sein. Also lassen wir auch mit der Kapazität. Die hier genauso. 64. 59,9 Kohle. Okay. So, bevor wir jetzt irgendwas mit dem Gebäude machen. Ich muss noch eine Falltür rein. Mach noch kurz ein Päuschen. Ich hole noch mal einen Kaffee. Und dann binden wir erstmal das Create-Lager da hinten erstmal provisorisch an, damit wir da hinten die Sachen dann haben. Und dann hier die Farm. Hier muss noch dann auch irgendwo noch ein Storage-Controller hin. Ich weiß nicht genau wo. Aber da muss ich irgendwo hin, um die ganzen Rohre, die wir hier haben, einzubinden. Genau, und dann gucken wir mal. So, erstmal gucken wir mal, was unser Toast hier macht. Ja, aber hier. So, den nehmen wir auch mit. Den auch noch. Ich weiß gar nicht, wie wir. Ist da noch viel drin? Oh ja. Egal. So. Jetzt geht nichts über Toast. So, das. Das kann weg, das kann weg. Der kann weg, das und das. So, und Bruchstein kann eigentlich auch mal weg. So. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin mal noch kurz Kaffee holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.